In diesem Video geht es darum, zu zeigen, wie man die 3D-Ansicht aus verschiedenen Richtungen betrachten kann, so dass man sich einen Überblick über die räumliche Situation verschaffen kann. Natürlich hilft es schon, wenn ich die perspektivische Darstellung wähle. So kann man zum Beispiel dann erkennen, dass der Punkt B relativ weit vorne in der Ansicht ist, während C und A weiter weg sind. Wichtiger ist aber sicherlich, dass man das Koordinatensystem drehen kann, sodass man diese Szene aus verschiedenen Richtungen ansieht. Um das noch deutlich zu machen, schalte ich zurück auf die Parallelprojektion. Es gibt zunächst mal zwei Möglichkeiten, die Ansicht zu ändern. Das ist entweder mit einem Werkzeug, wie zum Beispiel diesem hier oben. Ich aktiviere das Werkzeug und ziehe dann an einem beliebigen Punkt unter aktivierter linker Maustaste und bewege dann die Maus. So habe ich die Möglichkeit, das Koordinatensystem in jede beliebige Richtung zu drehen. Will ich das Koordinatensystem verschieben, entweder in X- oder Y-Richtung, beziehungsweise in Z-Richtung, gibt es ein weiteres Werkzeug. Mit diesem Werkzeug kann man, wie der Cursor hier andeutet, zunächst mal das Koordinatensystem in XY-Richtung verschieben. Oder wenn ich einmal klicke, ändert sich der Cursor und ich verschiebe in Z-Richtung. Außer mit den Werkzeugen habe ich noch eine andere Möglichkeit, die Ansicht zu verändern, beziehungsweise die Richtung der Ansicht. Und zwar, egal was für ein Werkzeug aktiviert ist, wie zum Beispiel hier das Bewegen-Werkzeug, kann ich entweder die Ansicht drehen, wenn ich die rechte Maustaste benutze. Das hat die gleiche Effekt wie das erste Werkzeug, das ich gezeigt habe. Und wenn ich verschieben will, drücke ich die Shift-Taste, dann erscheint wieder dieser Cursor und ich kann entweder hoch oder runter schieben. Nach einmaligem Klicken ändert sich der Cursor und es ist wieder die Verschiebung in XY-Richtung möglich. Auch die Gestaltungsleiste zu der Grafikansicht bietet verschiedene Möglichkeiten, aus einer bestimmten Richtung auf die Szene zu schauen. Zunächst mal gibt es hier drei Knöpfe, die für die typischen Risse, also entweder in Z-Richtung bzw. Y- und X-Richtung stehen. Dieses kleine Haus soll bedeuten, dass ich die Standardansicht, wie sie üblicherweise am Anfang gezeigt wird, wiederherstelle. Hier gibt es noch einen weiteren Knopf. Dieser ermöglicht ein automatisches Rotieren. Ich kann auch hier die Geschwindigkeit einstellen. Die Rotation kann ich aber auch von Hand erzeugen, indem ich festhalte die Szene und das Ganze dann in Drehung versetze. Aus den drei Punkten habe ich jetzt ein Dreieck erzeugt und mit dieser Fläche möchte ich noch ein paar weitere Möglichkeiten zeigen, wie ich eine spezielle Richtung der Ansicht erzeuge. Und zwar gibt es hier noch ein weiteres Werkzeug. Der Text oder der Befehl ist noch nicht übersetzt. View in front of, das heißt, schau dir von vorne an. Wenn ich dieses Werkzeug wähle, sieht man, dass der Cursor eine besondere Form annimmt und er deutet an, dass wenn ich jetzt auf dieses Dreieck hier draufklicke, ich das Dreieck von oben betrachte. So sieht es in Wirklichkeit also aus, wenn ich drauf schaue. Ich kann dieses Werkzeug auch auf Kanten verwenden und Geraden, sodass eine Kante dann in Blickrichtung angezeigt wird. Dieses Werkzeug kann zum Beispiel auch bei den Achsen verwendet werden, hat dann aber den gleichen Effekt wie die Knöpfe hier oben.
Zuletzt noch zum Zoomen. Ich habe es eben schon angewendet. Und zwar kann ich zum einen, wie in GeoGebra in der 2D-Version üblich, mit dem Mausrad hinein- und herausscrollen. Oder ich verwende das Werkzeug Vergrößern und Verkleinern.